Es macht halt mehr Spaß. Ja, zwischendrin habe ich gedacht, dass ich bei Thilo nicht ganz mithalten kann. Auch gut für die Teilnehmer, weil sie gleich die Umkleiden hier haben, die Duschen hier haben und die waren sehr dankbar dafür. Durch Berg und Tal im Tegeler Forst, so auch in diesem Jahr wieder das Motto des traditionellen Herbstwaldlaufes des SC Tegeler Forst. Mittlerweile bereits die 63. Ausgabe dieses Laufklassikers von 1,9 bis knapp 11 Kilometer für jeden. Ist da was dabei? Den Beginn machen die Erwachsenen mit ihrem Hauptlauf. Und deswegen ist für uns im Winter so ein Waldlauf mal was komplett anderes, macht ein bisschen mehr Spaß, weil es halt mal wieder was Neues ist. Und deswegen ist man da, ja, geht man da mit einer bisschen anderen Einstellung ran und ist ein bisschen entspannter. Auch die Kinder und Jugendlichen dürfen nun ran, unterteilt in U10, U14 und U18 müssen sie jeweils eine, zwei oder drei Runden hinter sich bringen. Trotz der Temperaturen um den Gefrierpunkt lassen sich die jungen Läufer den Spaß auf der 1,9 Kilometer langen Runde nicht nehmen. Es macht halt mehr Spaß und man merkt halt auch mehr Anstrengung, weil man halt auch hochläuft und runter und man muss es halt auch gut bearbeiten. Der eigentliche Höhepunkt, der Funlauf, wie immer getreu dem Motto, dabei sein ist alles. Hier sind alle Hobbyläufer aller Altersklassen eingeladen, zwei Runden über den gefrorenen Waldboden zu joggen. Ja, und dann schmecken die Adventsplätzchen doch gleich nochmal viel besser. Nächstes Jahr wieder Herbstwaldlauf am 1. Advent 2018 nach der Europameisterschaft mit hoffentlich mehr Teilnehmern und Leichtathletik- und Laufbegeisterten. Weil der Tegeler Forst hat einige Berge dabei, die es mächtig in sich haben. Es ist halt ein Waldlauf, mir macht das Spaß und hier hat man immer eine gute Gelegenheit dafür. Seid schlau, schaut! Hauptstadt Sport! Viva!